hier die Triumph Bonneville T120. Die fahre ich heute, werde jetzt erstmal tanken und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten, nämlich der Tankprozess bei der T120. Wir haben hier so einen Tankdeckel, den man hier so hoch drehen muss, dann mit dem Schlüssel genau so abdrehen. Der ist halt nicht verbunden, das ist voll massiv, das ist kein billiger Scheiß und ich tanke mit E10. Die haben mir gesagt, ich soll einfach mit E10 tanken. Gibt es hier aber nicht. Da gibt es E10. Dann machen wir das nochmal dran. Ich werde heute euch nicht nur tanken zeigen. Der Tank ist leer. Da kann man auch nämlich gleich sehen, wie viel reinpasst. Ja, das reicht. Man muss ja nicht übertreiben. Ja, die technischen Daten und so weiter blende ich hier euch ein. Tankinhalt etc. So, jetzt zumachen. Zumachen sollte ohne Schloss gehen, theoretisch. Ne, den muss man dann nochmal abschließen. So, zack. Oder? Ja, den muss man dann nochmal abschließen, muss man festhalten und dann abschließen. Und dann ist er fest und dann wieder zumachen. Ja, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist die Triumph Bonneville T120. Eigentlich wollte ich die Speedmaster-Probe fahren, die gibt es aber nicht. Leider. Deswegen habe ich mich für die T120 entschieden, weil sie denselben Motor hat wie die Speedmaster. Und die Speedmaster ist ja meine Traummaschine. Ja, deswegen. Vorab, das allererste, der Sound der Maschine von dem Motor ist einfach nur absolute Spitze. Ich mache gleich nochmal einen Soundcheck. Ich fahre jetzt so ein bisschen rum, mache mir meine Eindrücke, bilde mir meine Meinung und dann kommen wir wieder zusammen. Jetzt auf die Autobahn und da wollte ich mal so einen Beschleunigungscheck machen. Beschleunigungscheck, wenn es geht, wenn ich es schaffe. Von 0 auf 100. Wenn ich also auf 0 stand, werde ich hier leider, glaube ich, nicht schaffen. Deswegen werde ich einen Durchzugscheck machen. 60 auf 100. Ich fange aber vom zweiten Gang aus an. 60. Oh, das ging schnell. Aber ich glaube, das hat gefühlt ja nicht mal eine Sekunde gedauert. Geil. Ja, Durchzug 0 auf 100 werde ich gleich irgendwann, wenn ich irgendwo eine Gelegenheit finde, werde ich schaffen. Kann ich bis jetzt schon sagen? Ich fahre ein paar Minuten, der Sound beeindruckt mich zutiefst. Man hat wirklich so ein tak 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 tak, so ein Blubber-Sound. Ne? Es ist genauso wie beim Cruiser ähnlich, es ist aber halt hier ein Naked Bike. Und umso höher der Gang ist, wir haben hier insgesamt 6 Gänge, je höher der Gang ist, desto blubberartiger ist der Sound. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Und ich find's so geil. Bei meiner CB 56R ist der Sound auch cool, aber eher so gleichmäßig, ohne so blubber. Ne? Sitzposition kann ich jetzt auch schon was zu sagen. Man sitzt recht aufrecht. Der Kniewinkel ist, die Maschine ist meines Wissens nach nicht tiefer gelegt. Der Kniewinkel ist für meine Verhältnisse normal, recht angenehm. Ich bin 1,80 Meter ungefähr groß. Es macht echt Spaß. Die Armaturen finde ich wunderschön. Vorne Retro-Optik, Spiegel oder so weiter und so fort. Das Motorrad insgesamt ist in der Retro-Optik gehalten. Ja, ich bin total fasziniert, ne? Von dem Motor. Auch im unteren Drehzahlband hat man wirklich Drehmoment, das merkt man. Das hat man auch jetzt gerade beim Durchzug gemerkt. Und das Fahrfeeling ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Man sitzt wirklich aufrecht. Die Arme
die sind nicht senkrecht oder sowas, waagerecht. Ich finde, die haben einen angenehmen Winkel, ist natürlich auch immer Körpersymmetrie abhängig. Ich bin jetzt 20 Kilometer Autobahn gefahren. Bremsen sind gut. Die bremsen richtig gut. Die vordere Bremse einzeln bremst gut, greift gut. Die hintere Bremse einzeln greift auch absolut super. Beide gleichzeitig natürlich noch besser. Sitzverhalten. Ich sitze jetzt ungefähr schon seit 20 Minuten auf dem Dingens und der Sitz ist, zeige ich euch gleich nochmal genauer, der Sitz ist wirklich bequem, also der ist sehr gut gepolstert. Man sitzt sehr weich und gemütlich. Für mittellange Strecken könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Ich werde jetzt gleich mal einen Rundum-Check machen. Ich werde gleich um das Motorrad einmal rumgehen und mal was zum Design sagen, auch ein bisschen was meine Meinung dazu ist. Ich werde danach fahren, den, keine Ahnung, halben Tag, ich habe die Maschine für den ganzen Tag, und werde euch dann am Ende dann mein Schlussfazit geben und dann werde ich abschließend auch noch mal was zur Ergonomie sagen und zum Fahrverhalten, Handling. Das kann man ja am Anfang, in den ersten paar Minuten eigentlich eher weniger. Während der Fahrt nehme ich das mit meiner neuen Insta 360 auf, mit Display, cool. So ist der Aufstieg ist total easy. Einmal Bein hoch, zack. Ich habe einen richtig, richtig guten Stand. Und zwar die Armaturen wollte ich mit euch durchgehen. Wir haben hier die linke Seite. Einmal den I, Information. Dann müsst ihr einmal da gucken, haben wir die Uhrzeit. Da drücken wir einmal drauf, Odo, Gesamtkilometerstand. Dann Trip 19,4, dann Trip 2, dann wie viel Liter der auf 100 Kilometer verbraucht, der Durchschnittsverbrauch und das war's. Ne? Da sind die ganzen Informationen auf dem linken Display. Hier auf dem rechten Display haben wir oben die Gesamttankanzeige, dann noch Spritstand. Dann haben wir noch zwei Modi, ne? M für Modi, hier, einmal jetzt Straßen-Road-Modus und wenn ich noch einmal drauf drücke, dann Rain-Modus, Rain, aber es regnet jetzt nicht, deswegen Straßen-Modus, die zwei Modis gibt es. Hupe machen wir mal, so, das ist Standard, ich glaube, das ist ein Tempomat, Blinker, Fernlicht, Abblendlicht, hier haben wir Notstop. Und das Besondere an diesem Moped ist, an der T120, der geht nur an, wenn man die Kupplung drückt. Das ist wie beim Roller, lustigerweise. Ich wollte euch noch das Licht und die Blinker zeigen und einen Soundcheck machen. Die Armaturen sind auch beleuchtet, sieht man jetzt leider nicht. So, das ist das Licht. Wir haben hier, das sieht nach LED aus und in der Mitte, Fernlicht. Ist Halogen und Abblendlicht ist LED. Blinker weiß ich jetzt, Blinker sind normale Birnen, das finde ich gut. LED finde ich moderner und auch cooler und schöner, aber wenn die mal kaputt gehen, die LED, dann wird es teuer. Die Halogenbirnen kannst du für 10 Euro austauschen. Genauso wie, ja, Blinker ist immer halb so wild. Die kann man ja notfalls immer günstig nachkaufen. Aber diese normalen Glühbirnen passen natürlich viel besser zur Retro-Optik. Blinker sehen natürlich cool aus. Ich liebe dieses Motorrad. Ich liebe alle Motorräder. So, hinten haben wir auch Blinker und ich glaube, das ist LED. Rücklicht sieht nach LED aus. Ich sehe da jedenfalls keine Birne oder so. So, jetzt machen wir noch einen Soundcheck. So, jetzt hört euch mal bitte den Sound an, diesen Blubber-Sound. Ja, ich liebe diesen Sound. Das ist so, das hört sich so geil an. So zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen hat man meiner Meinung nach den coolsten Sound. Oh. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Oh,
So. Das ist übrigens die High Torque Variante. Es gibt noch HP, High Power Variante. So, jetzt mein Fazit. Ja, die Bonnie ist eine wunderbare Maschine. Designtechnisch finde ich sie super. Ist natürlich wieder Geschmackssache. Auf meinem Kanal sind irgendwie fast alle Sachen, die ich vorstelle, super. Weil ich halt auch nur Sachen, die ich mag, eigentlich auch vorstelle. Designtechnisch super. Von der Leistung her auch sehr begeistert. Sound auch sehr begeistert. Ja, das Einzige, was halt so ein bisschen doof ist, ist halt der Preis. Die ist halt ein bisschen teuer, die Maschine. Aktuell kostet sie um die 13.700 Euro. Das ist ganz schön viel Geld. Aber Qualität kostet nun mal ein bisschen Geld. Qualitätstechnisch konnte ich da jetzt auch nichts bemängeln oder sowas. Natürlich, ich habe die Maschine nur einen Tag gefahren. Das alles ist wirklich nur der Ersteindruck. Wie es langfristig aussieht, ist natürlich eine andere Geschichte. Das war es im Grunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der Motor gefällt mir wirklich sehr gut. Und das Beste war irgendwie auch der Sound. Zum Sound muss ich halt noch sagen, der Sound war nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Genau richtig, finde ich. Ich habe zum Beispiel bei mir im Verein einen Kollegen, der fährt eine Ducati Monster von 2020, meine ich. Und der findet, die haben da halt so eine Klappe im Auspuff. Ne? Und ab 50 oder 60 km/h wird die Ducati dann richtig, richtig laut. Ja, manche mögen das, aber er hat gesagt, bei der Triumph gefällt ihm das einfach besser. Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Abo da und einen Daumen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.